macht dat gewoon al. Ik heet Rudi Winkler. Ik woon in Erikalatur. Samen met mijn zoon wirtschaften we op een boerenhof. We hebben 21 hectare land en 15 Milchkühe. Ik ben van 1986 bis 2014 im Gemeinderat van Erikalatur en van 1990 bis 2014 der Vorpräsident. Seit 5 Jahren bin ich Mitglied der Bürgerlich-Demokratischen Partei und bin früher in Nobelgrütscht, in Nationalrat. Und ich würde gerne wieder kandidieren im Herbst. Ich bin auf dem zweiten Listenplatz, auf der Liste Nummer 6 von der Bürgerlich-Demokratischen Partei. Uns von der Bürgerlich-Demokratischen Partei, der BDP, ist wichtig, dass wir den bilateralen Weg weiterführen können. Ebenso, wenn wir uns dafür einsetzen, dass Frauen, gerade wenn sie Kinder gross haben, wieder in den Berufsalltag einsteigen, das erleichtert wird. Und wir sind auch sehr dafür, dass wir die Energiewende schaffen. Wir selber sind Menschen wichtig. Weil das Zusammenleben von Menschen ist das, was das Leben lebenswert macht, hat Guy Maupassant einmal gesagt. Und das ist auch mir selber sehr wichtig. Und dass das den Menschen, das Zusammenleben gut geht, ist auch wichtig, dass es den Menschen selber gut geht. Und darum möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so sind, dass trotz dem starken Franken und all diesen Drücken, die auf unserer Wirtschaft lasten, unsere Wirtschaft gute Rahmenbedingungen haben. Das heisst, dass wir weniger Vorschriften haben und nicht immer neue Vorschriften machen, sondern dass wir die Vorschriften, die wir haben, möglichst so auslegen, damit wir der Wirtschaft gute Möglichkeiten schaffen, um hier in der Schweiz zu bleiben und hier zu produzieren und auch unseren Leuten hier Arbeitsplätze zu schaffen. Ich habe es vorhin gesagt, Menschen sind mir wichtig. Und mir sind auch wichtig, dass wir unsere Traditionen bewahren. Das heisst, sei es Singen, sei es Blasmusik. Und ich gehe auch sehr gerne an Schwingfest oder auch sonst an volkstümliche Anlässe, x welcher Art. Wir haben ja so eine unheimliche Vielfalt in unserem Land, wo es gilt, dass wir die fördern und unterstützen und auch erhalten. Als Bauer bin ich natürlich daran interessiert, dass auch eine gesunde Landwirtschaft erhalten bleibt, die unsere Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen und auch unserer Umwelt Sorge geben. Wir haben ja diesen Sommer gesehen, wo wir sehr einen trockenen Sommer hatten. Wir haben im Frühling gesehen, wo wir sehr viel Niederschlag hatten. Man hat das Gefühl, unsere ganze Klimaveränderung ist halt doch auf irgendeine Art spürbar. Und darum müssen wir auch Sorge geben zu unserer Umwelt. Ganz zum Schluss möchte ich noch ein chinesisches Sprichwort sagen. Das heisst, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Und ich will mit meiner Politik ganz einen Haufen Lächeln auf ihre Lippen zaubern und auch ganz viel, einen Haufen kurze Verbindungen schaffen. Und am meisten freuen würde ich natürlich, wenn sie die Liste Nummer 6 von der BDP mit meinem Namen zweimal drauf würde einrühren und auch ein Lächeln auf meine Lippen würde zaubern. Danke vielmals.